Hallo meine Lieben und willkommen, willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Und wir haben eine Menge vor heute. Das letzte Mal haben wir mit der Alchemie rumgespielt. Da ist ja nicht wirklich viel dabei rausgekommen, leider. Und ich habe inzwischen ein bisschen, habe ganz eine kurze Pause gemacht, nicht lang. Und habe ein bisschen eine Theorie. Und zwar, dass wir... Jetzt bin ich durcheinander. Richtig. Und zwar, dass wir hier ein paar Sachen erforschen müssen, die wir... Haben wir irgendwas dabei gerade? Zum Beispiel den Torf. Schauen wir mal, wir können da mal kurz... Wir können es einfach mal probieren. Wir können die Made haben wir nämlich zum Beispiel noch nicht. Ich würde sagen, wir untersuchen jetzt diese Made mal. Und meine Theorie ist... Genau, jetzt haben wir Flüssigkeit und Essenz. Und erst, glaube ich, jetzt, wenn wir die untersucht haben und das festgestellt haben... Genau, jetzt sehen wir, die konnte zerfallen in irgendwas und vorher konnten wir die nicht auswählen. Und erst jetzt... Oh, mein Magen grummelt. Ganz schön, schlaut noch sogar. Und erst jetzt haben wir eine Lebenslösung davon bekommen. Okay, und das können wir nicht. Und jetzt wissen wir aber nur, die Made kann in mehrere Sachen zerfallen. Wir haben aber nur die Lebenslösung jetzt bekommen. Die Lebenslösung ist natürlich auch die Frage, kann wieder was? Also meine Theorie, die hat sich gerade bestätigt, ist einfach die, dass erst wenn wir das hier erforscht haben, in was zerfallen kann, dann kann das auch an den Tischen hier zerlegt werden in das. Also bevor wir das nicht haben, haben wir das jetzt gesehen, ich habe nicht aufgepasst, konnte die wieder zerfallen? Nein, die ist nicht, die kann an nichts zerfallen. Und das, was wir halt noch nicht haben, das ist jetzt die Lebenslösung. Aber da gibt es ja zwei Symbole bei der Made. Das heißt, es gibt noch irgendein Gerät, das wir noch nicht haben. Weil das ist ja auch hier beim Herzen. Das wissen wir auch, dass das in das zerfällt. Nur wissen wir nicht mit was. Da fehlt uns noch irgendein Gerät offensichtlich. Können wir mal kurz schauen. Die Alchemiemühle, die haben wir jetzt. Den Handmischer haben wir auch. Der Kirchenarbeitstisch. Da ging es ja nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der was... ging. Die Destillationswürfel, das kann es natürlich sein, dass es das ist. Das wäre die fortgeschrittene, das wäre auch die Zweier dann schon. Das wird wahrscheinlich sein. Sogar, weil das ist dann der Zweier erst und da hat man dann... Du hast eine innere Stimme entwickelt, die dir beim Messen von Zutaten hilft. Du produzierst eine Reagenz zusätzlich. Okay, das ist einfach extra... Aber das bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir das machen, wir machen das jetzt einfach, dass wir dann erst das letzte bekommen. Das heißt, jetzt müssten wir dann nochmal schauen, was wir jetzt brauchen. Damit können wir dann das letzte basteln und damit dann wirklich alles zerlegen. Gut, und zwar, das was wir jetzt bräuchten, wären 20 Stein und 8 Komplexe. Das kriegen wir hin. Dann bauen wir das mal und, ach so, machen wir es da rein nach. Und wir müssen auch noch in die Stadt zum Händler schauen. Das wollte ich auch noch machen eigentlich, die Runde oder die Folge lang. Aber gut, machen wir jetzt eins nach dem anderen. Nachdem wir das letzte Mal die Alchemie gemacht haben, machen wir die jetzt fertig auch. So, 8 Stück brauchen wir. Das heißt, das könnte jetzt genau ausgehen, oder? Genau, das gibt genau 8. Perfekt. Und die 20 Steine müssten wir auch hinkriegen. Da kommen ist eh schon wieder was. Genug da inzwischen. Wahnsinn, wie mein Magen gerade knurrt. Ich muss danach echt was essen. Ich mache gerade wenig Pausen. Haben wir überhaupt 20 Steine? Vielleicht haben wir sie eh schon und brauchen wir es gar nicht schneiden. Na, wir haben sogar. Wir haben sogar genug. Dann kriegen wir nämlich sogar ein bisschen Platz in unserer Kiste. So, 20 Stein und 8 Komplexe. Perfekt. Und los geht's. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit das Herz zerlegen können und die Made in das andere. Und das wird auch vom Symbol dasselbe wieder sein. So, Destillationswürfel. Destillierwürfel? Irgendwie so. Geht das hier oben noch hin? Das ging hier noch hin. Dann, da wäre noch eigentlich genug Platz. Wobei es hier genauso ginge. Aber da geht es halt perfekt und das lässt sich auch nicht drehen.
Oh, da wird es auch hier perfekt hingehen. Machen wir es da unten hin. Und was haben wir aber noch gekriegt? Wir haben noch was gekriegt, oder? Den Alchemietischzweig, genau. Da müssen wir dann gleich schauen. Wenn wir das aufgebaut haben, den machen wir nämlich auch. Da graden wir den gleich ab. Den anderen. Falls es geht überhaupt, weil wir das schon können. Aber wahrscheinlich. So, und jetzt wähle eine Ressource. Jetzt kriegen wir die Made. Und jetzt meiner Theorie nach... Genau, das ist jetzt nämlich auch das Symbol. Also, und das macht jetzt sogar von alleine. Okay, das muss man nicht bedienen wie die anderen. Genau, und das ist nämlich das zweite Symbol. Und das Herz würde genau dasselbe machen. Oh, und das sehen wir jetzt. Oh, Sachen, die wir schon haben, sehen wir jetzt hier. Geil. So funktioniert es. Das heißt, hier müssen wir es rausfinden. Und wenn wir es rausgefunden haben, kriegen wir das. Perfekt. Und jetzt ist nur die Frage, okay, upgraden können wir nicht. Deswegen müssen wir einfach einen neuen bauen. Oh, das könnte schwieriger werden. Stahlteile, das kriegen wir gerade nicht zusammen. Interessant. Weil Stahl können wir zwar, glaube ich, schon, oder? Herstellen. Genau, ah, die Stahlteile können wir noch nicht. Ofen 3. Könnten wir zwar auch schon bauen, aber wir brauchen Stahl. Und das Problem ist, können wir kurz nochmal schauen, aber ich glaube, es ist so. Während das tut, das können wir eh mal tun lassen, das ist nicht so schlimm. Wir haben auch noch die Leichen, darf man nicht vergessen. Und die müssen wir uns auch gleich noch kümmern. Aber nur, um das kurz selbst nochmal nachzuschauen. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, Stahl haben wir schon gesehen und das konnten wir nicht machen. Weil wir genau kein Graphit haben. Wir wissen nämlich nicht, wie wir momentan an Graphit kommen. Okay. Gut, dann kümmern wir uns ganz schnell mal, würde ich sagen, um unsere Leichen. Oder gehen wir kurz in die Stadt. Ja, gehen wir kurz in die Stadt erstmal. Ich würde einfach gerne wissen, ob wir... Frage, sollen wir noch was verkaufen? Ah nein, gehen wir. Gehen wir einfach. Wir haben ja eh, glaube ich, den Weinhammer mit, oder? Ja, unseren Weinhammer mit. Oh, ich muss so dringend was essen nach der Folge. Das ist schlimm. Ich hoffe, es krummelt jetzt nicht die ganze Zeit mein Magen so. Ich habe es sogar noch vor der Folge, habe ich überlegt, soll ich nicht jetzt noch vor der Folge oder nach der Folge. Ich dachte, ah, das geht schon. Aber offensichtlich krass. Hätte ich doch anders, hätte ich vorher essen sollen. So, und zwar bei ihm ist jetzt die Frage, können wir ihm jetzt schon... Nein, es ist echt noch immer so ein bisschen... Wenn wir ihm jetzt einen verkaufen... Ja, das war der Einzige, was gefehlt hat. Jetzt morgen gibt es dann den... Na gut, morgen gibt es den Kessel erst. Schade. Gut, den Wein können wir trotzdem mal verkaufen. Und dann machen wir halt heute noch was anderes. Ist schon okay. Wein wollten wir uns noch... Um den Wein müssen wir uns noch kümmern. Ja, es ist echt krass, wie der runtergeht. Das wird nicht besser. 54 ist ein mieser Preis dafür. Ja gut, kann man nicht ändern. Ist so. So, dann gehen wir mal zum... Ja, gehen wir mal zum Wein. Das passt schon. Gehen wir aber unten rum. Der müsste jetzt, da müssten wir nämlich jetzt wieder ein bisschen was haben. Ich glaube, das reicht jetzt wieder für beide. Sehe die Frage und die Frage. Ich glaube, wir kriegen sogar ein Silber. Ja, das wird beides fertig. Das heißt, können wir beides machen. Und dann kriegen wir auf jeden Fall wieder einen Bronzewein. Und könnten auch mit zwei Silberweinen was machen. Aber das wird halt nur zu 50% dann irgendwie Silber. So, dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir mit. Das war's, oder? Weil sonst, das ist alles Linsen. Nein, das sind die Weinsamen, waren das echt die einzigen gerade, oder? Offensichtlich, dann nehmen wir hier noch... Also, da haben wir hier noch Urfehl. Wirklich, haben wir sonst keine Weinsamen? Haben wir die ganz genau gemacht das letzte Mal? Offensichtlich. Aber ja, ich glaube, ich erinnere mich, das ging sich genau perfekt aus noch. Gut, dann schauen wir mal, was wir haben. 3 ist schon mal schlecht. Drei ist schon mal schlecht. 5, okay, zumindest einmal. Ja, aber da geben sich nicht mehr alle aus damit. So,
So, dann machen wir die fertig. Ja, genau, der geht nicht mehr, leider. Schade. Dann Silber. Silber ist gut, geht noch einmal. Kann man es gleich wieder machen. Und nochmal Silber. Ja, sehr gut. Da haben wir sogar wieder ein Plus. Gut so, können wir wieder einen zur Reserve mitnehmen. Und der silberne, der goldene. Ja, okay, haben wir einen verloren leider, aber haben wir trotzdem den einen noch in Reserve gekauft. Na gut, gut zu wissen, das heißt, schade. Gut, dann würde ich sagen, einfach die silbernen, wir verarbeiten sie natürlich alle, beide Silber und Bronze. Aber wir werden den Saft nicht verarbeiten, denke ich. Ich glaube nicht, dass wir das tun. Das lohnt sich nicht. Da müssen wir warten, bis wir wirklich den Goldsaft kriegen. Denke ich, das macht mehr Sinn. Gut, das heißt einmal und jetzt den, wir können sogar zwei davon machen. Den können wir zweimal verarbeiten jetzt. Geil. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist einmal und noch einmal. Und dann können wir hier noch einmal. Okay. Und die können wir jetzt hier reinlegen. Das ist okay. Passt alles, ja. So. Jetzt haben wir nämlich 2 und 3. Genau. Und jetzt werden wir aber die 2, mit denen machen wir gar nichts. Weil wir könnten natürlich hier die beiden machen, aber dann hätten wir echt nur eine 50% Chance. Das ist mir zu wenig. Deswegen machen wir hier einfach ganz normal noch einmal den hier. Und das war's. Und jetzt schauen wir kurz, wenn wir schon dabei sind, schauen wir kurz darunter. Können wir uns um die Leiche eigentlich, können wir uns gleich noch kümmern. Das geht ja auch noch wunderbar aus. Das stand eh noch am Plan. Und das ist nämlich jetzt fertig, genau. Und das können wir dasselbe, könnten wir mit dem Herz nämlich auch machen. Gibt dann, wenn wir dann schauen, was dann rauskommt. Was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben gekriegt Lebensextrakt. Okay, und das mit dem könnte man wieder probieren, mit dem Alchemie, wie das geht und mit was es zusammengeht. Wir können es ja probieren, sogar Lebensextrakt mit Öl, mit Blut. Das war ja, wir wussten immer noch, dass irgendwas mit Blut geht. Machen wir Blut. Also, geht hier nicht. Dann geht der Leben. Oh, der geht gar nicht. Interessant. Wirklich. Okay. Witzig, der geht auf keinen von beiden. Okay, vielleicht hat der, das kann natürlich jetzt sein. Interessant, dass der. Oh, ich will da weg eigentlich. Geht's jetzt weg? Ja. Kann natürlich sein. Wir können den auch untersuchen gleich einmal. Warum auch nicht? Gibt ein bisschen davon und kann der irgendwas? Nein, kann nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass der dritte, der bessere Alchemietisch, dass der. Nein, das wollte ich nicht. Dass der einen dritten Slot hat, das will ich die ganze Zeit sagen. Manche, was mich wundert, was ich gerade probiere, wir haben jetzt für das da keinen Glauben benötigt. Aber es gibt offensichtlich Dinge, die glauben und manche, die keinen Glauben benötigt, hätte ich gesagt. Aber das braucht irgendwie alles Glauben. Bin mir nicht sicher, was Glauben braucht und was nicht. Warum hat der andere keinen Glauben gebraucht? Das zum Beispiel braucht auch keinen. Es wirkt ein bisschen so, meine Vermutung wäre gerade, die Zutaten aus dem Alchemieregal brauchen es nicht, diese ganzen. Bin mir aber nicht sicher, das ist nur eine Vermutung gerade. Die brauchen es auch, okay. Ich meine, wir könnten das natürlich den Glauben dafür nutzen, aber irgendwie will ich das gerade nicht. Zweimal Lebensextrakt jetzt vom Herzen sogar. Gut, das heißt, das kommt auf jeden Fall hier rein. Der auch. Und das war's. Das Blut kann auch hier rein. Und in Wahrheit die Maden können wir auch mal hier rein tun. Ich meine, wir sollten trotzdem das irgendwie alles mal mit der Zeit analysieren und machen. So, der, nein, der wird hier eh nicht schlechter. Sehr gut, das heißt, die liegt hier eh ewig rum. Wir werden die aber trotzdem, aber die schauen eigentlich gut gerade aus. Ich meine, das mit der Säure, das macht mich echt ein bisschen grantelig, dass wir nicht wissen, wie die Säure funktioniert. Säure, Säure, Säure. Irgendwas Säureartig-haltiges müsste man zerlegen. Essig wäre eine Säure. Wie mache ich Essig? Essig geht eigentlich aus Weintrauben.
die Frage, aber Weintrauben. Ach so, Gäre. Moment, stopp, stopp, da gab es doch was. Schauen wir kurz noch in die Landwirtschaft. Da gab es doch was, oder? Das war Bier, das gab es im Brauplatz und da gab es ein Gärungsfass. Flasche mit vergorenem Apfelsaft und Flasche mit vergorenem Ding. Dann gibt es noch Schnaps, gäbe es hier noch. Aber ist die Frage, ob man das echt so weit dann braucht schon. Hopfen wäre auch interessant, wo wir Hopfen herkriegen. Wein. Die Frage ist, kann man Wein? Haben wir jetzt gerade einen Wein dabei? Ich glaube, den haben wir ja alles verkauft, oder? Wir müssten mal den nächsten Wein. Müssten wir mal echt schauen, ob wir den analysieren. Ich glaube, da könnte noch was dabei sein. Deswegen, ich würde sie gerne nicht verbrennen und nicht verbuddeln gerade. Wobei wir sie auch mit. Wobei wir auch mehr mit Karotten noch holen könnten. So, wir könnten, was wir schon machen können, ist, wir können einmal den Saft, haben wir den jetzt dabei? Oh, haben wir den schon? Oder können wir den gar nicht? Oh, den können wir vielleicht gar nicht, den können wir gar nicht, schade. Okay, dann vielleicht damit nicht. Ist echt schwierig, bin echt ein bisschen am Rumrätseln. Will mal schauen, ob wir aus dem Wein was machen können. Aber hier haben wir, glaube ich, jetzt auch gerade nichts. Wir könnten die Trauben anschauen. Ich meine, das können wir machen. Einmal so die Trauben. Und auch die Beeren können wir einmal analysieren gehen. Die können wir nicht. Wir können generell so, ja, gibt es sonst noch irgendwas überlegen, was Säure an Früchten, Zitrusfrüchte, Früchte eventuell, aber die haben wir hier nicht. Kürbis wohl nicht. Ja, machen wir halt mal die beiden. Machen wir mal Beeren. Ob die irgendwas bringen, ob das jetzt irgendwas wird. Nein, Beeren bringen gar nichts. Und die Weintrauben probieren wir jetzt auch. 5, bist du wahnsinnig, was das braucht. Wieso geht das jetzt nicht? Weil wir nur 4 haben wahrscheinlich. 8 von 5. 11 von 5. Wir müssten eigentlich alles haben. Oder? Bin ich jetzt verrückt? Nein, wir haben nur 4, oder? Das verstehe ich nicht. Warum steht dann hier 8 von 5? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Das geht mir nicht auf. Okay, das heißt, wir bräuchten vermutlich, damit wir das analysieren können, bräuchten wir mehr. Der wäre auch interessant, den zu kriegen. Oh, ich habe eine interessante Vermutung und Idee. Wenn wir so ein Ding haben und analysieren, müssten wir doch eigentlich rausfinden, woraus es ist. Oder? Das heißt, wenn wir jemanden finden, der uns was verkauft, könnten wir doch das rausfinden, glaube ich, oder? Müsste das nicht gehen? Und wenn der Typ hat, der die... Ja, wobei es... Nein, das geht ja auch nicht. Irgendwie bin ich am rumüberlegen und hadern, wie das funktionieren soll. Warte, ein kleiner Umweg, aber legen wir das nochmal zurück. Falsch rum, so rum. Der kann auch hier rein und die können da unten hin. Das hätte ich eigentlich dort lassen können. Die geht auch wie die Geschichte. Aber macht ja nichts, bringen wir es alles mal. Räumen wir mal zusammen und dann war es das für heute. War jetzt nicht ganz so toll, wie ich wollte. Wollte eigentlich mehr erreichen. Oder mehr machen heute. Aber gut. Frage ist, wir könnten natürlich schon noch ein bisschen verbrennen, ein paar Sachen verbrennen, nochmal Sachen rausnehmen. Könnten wir eigentlich wirklich machen. So, das lassen wir mal da. Ups, das war zu viel des Guten. Das bleibt natürlich hier. Das bleibt da. Und die können wir eigentlich essen. Oder auch nicht. Was wir schon machen könnten, wir haben jetzt eh so ein paar Sachen. Wir könnten natürlich hier jetzt mal den Metzger. Damit machen wir weniger Fehler. Ich meine, das ist eh die Frage, ob wir das brauchen. Ich würde gern wissen, was da drin ist. In der Säure. Säure, Säure, Säure.
Aber da ist nicht wirklich... Oh, was für natürlich... Oh, ich habe eine interessante... Ich meine... Den können wir noch anschauen. Apfel, Honig, Salz. Was wir schon auch machen können, das wäre auch nicht uninteressant. Ich meine, dazu brauchen wir, müssen wir auch wieder hier wieder investieren, aber das ist auch fast nichts. Machen wir das mal. Wisst ihr was? Wir können jetzt ein bisschen mehr sammeln. Das ist zwar nicht das, worum es mir geht, aber wir können jetzt diesen Giftpilz sammeln und den holen wir uns jetzt hier mal. Weil wir schauen jetzt, was dieser rote Pilz in, der kann sich ja doch irgendwas in irgendwas zerfallen. Das machen wir schnell noch. Schauen wir mal, in was der rote Pilz so verfallen kann. Und ob wir jetzt in einen... Kann man den rot werden? Schauen wir da kurz auch noch. Kann man den auch? Nein, kann man nicht. Schade. Das hätte natürlich auch sein können. Essig. Wein ist auch irgendwie so alles. Essig vor allem ist, glaube ich, eine Säure. Hat Säure drinnen. Wenn man den analysiert, hätte es ja auch sein können. So, und fangen wir mal mit dem an. 3 und 3. Genau, das geht jetzt wieder. Flüssigkeit. Und jetzt haben wir hier 0. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Geht das jetzt noch? Das geht wieder noch, warum auch immer. Essenz und Flüssigkeit. Dann schauen wir jetzt mal. Haben wir hier jetzt irgendwas? Okay, wir könnten hier einen Pilz. Ist es immer dasselbe? Giftige Lösung. Nein, das war da Neues. Okay. Und, achso, und den Schleim konnten wir jetzt hier auch, oder? Ja, genau. Konnte der noch was? Ja, er konnte auch noch was. Der kann nur in das und der kann in hier in was und noch woanders in was. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Schleim. Genau, aber hier geht nur die Made, die haben wir schon, und den Schleim. Dann machen wir jetzt hier mal den Schleim. Das ist natürlich die Frage, was wir mit einer giftigen Lösung, das kann hier, gehört hier rein, was wir mit einer giftigen Lösung machen sollen, können, dürfen. Den können wir auch mal da rein tun, wobei, lassen wir es mal da, oder? Ich meine, wir können nicht alles jetzt hier reinlegen, was wir wissen, was wir irgendwie zerfallen lassen können. Das geht ja auch irgendwie nicht. So, okay, gut, aber das haben wir jetzt gemacht. Denn oder sollen wir das noch schnell machen? Ach komm, wisst ihr was, wir gehen jetzt noch ganz schnell Schleim suchen. Das kann nicht so schwer sein. Da essen wir nochmal 2, 3 Brötchen und gut ist. Wobei wir brauchen, wir müssen echt ein bisschen mehr zerlegen. Och. So, da waren wir glaube ich noch nicht. Tut mir leid, das wird für euch genauso laut sein wie bei mir. Es tut mir ein bisschen leid. Ich will einen Schleim. Da ist ein Schleim, okay. Komm her. Wir werden hier aber nicht lang bleiben. Wir gehen gleich wieder zurück. Kann man da was machen? Nein, kann man nicht. Schade. So, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was wir alles gekriegt haben. Ist mir auch relativ egal. Das können wir noch machen. Jetzt haben wir eh keine Energie mehr. Ich wollte eigentlich nur diesen einen Schleim noch haben. Um ihn jetzt einmal zu zerlegen. In was, was da jetzt rauskommt für eine Lösung. Oder was da jetzt für ein... Ja, ich glaube, es müsste eine Lösung sein. Sogar ist es. Da kommen immer Lösungen raus. Da kommt Pulver raus. Und da kommen so Essenzen raus. Grüner Schleim. Okay, und die da unten ist auch fertig. Ordnungslösung und Ordnungsextrakt. Okay, interessant. Alles klar. Vom Schleim gibt's Ordnungsextrakt und Ordnungslösung. Gut zu wissen. Da könnte man so viel untersuchen und man muss hier so viel untersuchen wahrscheinlich. Das wird noch ein ganz ein eigenes witzige Sache dann. Können diese eine Blume können wir mal untersuchen. Okay, jetzt haben wir aber da nichts mehr. Jetzt haben wir wirklich 0 von 1. Das verstehe ich auch nicht. Da müssen wir dann wieder ein Buch machen. Gut, das machen wir echt das nächste Mal. Das wird dann lustig. Bücher. Wir müssen echt ein bisschen vielleicht mehr Bücher produzieren. Wenn wir das alles untersuchen wollen hier, brauchen wir viele Bücher. Und, oh, wir müssen eigentlich beten. Und heute beten wir was anderes. Oh, das müssen wir eigentlich auch jetzt machen. Wie machen wir das? Meine Lieben, dann mache ich trotzdem hier eine Pause kurz.
Ich werde aber nicht viel schlafen. Ich werde einfach so mit euch eine Pause machen. Meine Lieben, hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn wir hier weitermachen. Da werden wir weiter mit der Alchemie, glaube ich, rumspielen noch ein bisschen. Und natürlich predigen. Da werden wir auch mit den Büchern und so weiter, werden wir da ein bisschen was machen jetzt, dass wir da gescheite Bücher schauen. Und natürlich auch unsere Bienen stehen noch immer am Plan. Und dann müssen wir schauen, wie wir tun. Gut, wie gesagt, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.